Hallo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wird der Hund von meinem Bruder, oh Gott, unser Essen bestimmen. Es geht los mit dem Frühstück, ganz viel Spaß dabei. Wir haben jetzt hier einmal Spiegelei mit Sucuk, ein Sandwich oder Cornflakes und mal schauen, wo Jojo hingeht. Jojo! Jojo, der ist schon ganz heiß. Er geht zu den ganzen Lecker. Ah, der ist schlau. Oh, oh. Oh, Sandwich! Yeah. Sandwich essen. Sandwich. Danke, Jojo. Jojo hat jetzt Sandwich bestimmt. Wir haben uns Sandwich gemacht, haben so geschaut, damit es so ähnlich aussieht wie hier auf dem Foto. Die Schichten genauso gemacht, nur ohne Eisbergsalat. Kraut und statt Schinken Salami, weil das ist halt das, was wir noch hatten. Ich hatte erst voll Lust auf Cornflakes, aber jetzt freue ich mich extrem aufs Sandwich. Ich hätte am liebsten Sucuk und Ei gehabt, aber trotzdem, beste. Mhm. Morgen Sandwich essen und Switch spielen. Mhm. Danke, Jojo. Mario Party Superstar. So was macht man sich viel zu selten, finde ich. Ich habe es früher jeden Tag gemacht als Kind. Mhm. Sandwich gemacht und Angela Anaconda geguckt. Oh ja, auch unsere Kindheit. Das kennen die meisten bestimmt nicht. Wen haben wir denn hier? Danke für das Essen. Hast du schon gegessen? Mhm. Und der Jojo bekommt natürlich auch. Danke für das Essen. Jetzt schnell auf deinen Platz. Hier ist echt immer sein Platz. Hier ist er immer. Jetzt wird eine Runde gezockt. Sam hat gewonnen. Es geht weiter mit dem Mittagessen und zur Auswahl gibt es einmal McDonald's, einmal Döner und einmal ein halbes Hähnchen. Mal schauen, auf was Jojo geht. Okay, Jojo. McDonald's! Einfach wieder das Mittlere. Immer die Mitte. Okay, let's go to Maggis. Hallo, ein Caesar's Wrap bitte, ein Wasser mit Kohlensäure, eine kleine Pommes, ein Big Mac und einmal die Homestyle Crispy Nuggets. Wir haben aber jetzt ganz schön zugegriffen. Ich habe einen Homestyle Crispy Chicken. Ich finde, das ist einer der cleansten Burger auf den von McDonald's. Ich bin ja auf Diät und hier haben wir schön Eiweiß und Briochebrot, voll mein Ding. Ich habe mich für einen Caesar Wrap, Ich habe mich für einen Caesar Wrap entschieden. Machen wir den Kopf weg. Und der hat auch eine neue Verpackung. Eigentlich war der doch immer in so einem Papier, was man so aufmachen konnte. Dann konnte man den richtig gut essen. Und dazu habe ich noch eine Pommes. Ich habe mir einen Big Mac gegönnt. Da steht Double Filet au Fisch drauf. Ein Fisch Big Mac. Hey, wo ist mein Also ein Mann? Big Mac in der falschen Verpackung. Und der dazu habe ich noch einen McRib. Boah, darauf habe ich auch so Lust. Früher habe ich den richtig gern gegessen. Boah, meiner sieht echt gut aus. Richtig lecker. Wir waren richtig lange nicht mehr bei McDonald's. Eigentlich haben wir ja hier immer die Fastfood-Neuheiten gedreht. Aber seitdem ich schwanger bin, verzichten wir da mehr oder weniger drauf. Und bleibt auf jeden Fall dran, denn ich muss euch später ganz, ganz dringend noch etwas erzählen. Und wenn ihr dieses Video bis hierhin schon feiert, dann gebt auf jeden Fall ein Like. Und dann drehen wir irgendwann Teil 2. Ich würde sagen, ab 10.000 Likes gibt es Teil 2. Okay, es ist Snacktime. Diesmal werden wir es so machen, dass wir alles durchmischen und selber nicht wissen, wo wir was hinlegen und wir werden es verdeckt hinlegen. Wir haben einmal Supermarkt, da darf man sich selber was aussuchen. Dann haben wir einmal Banane und ein Donut. Sie können das Biest freilassen. Und los! Hier sind die Leckerlis. Jojo. Jojo. Jojo, Leckerli. Willst du nicht? Er will keins. Heißt es etwa gar kein Essen? Letzter hier, Versuch. Wenn er nichts nimmt, gibt's gar nichts. Oh! Aber das hat ihm auch von Anfang an am meisten gefallen. Ja, Supermarkt! Man darf sich was aussuchen. Juhu, super! Fein, du Süß. Jo, fein. Wir sind jetzt im Supermarkt und hier gibt's alles. Oh nee. Oh, ja. Wir hätten hier nicht hingehen sollen. Alter, was ist das denn für ein Supermarkt? Hier gibt's alles. Natürlich kriegt der Jojo auch was. Er hat heute so gut mitgemacht, deswegen schauen wir hier gerade nach neuen Leckerlis für ihn. Wir sind wieder da.
wir haben dich nicht allein gelassen. Wir sind jetzt wieder zu Hause und waren im Supermarkt. Genau das, was Jojo bestimmt hat. Und jeder hat sich einfach irgendwas gegriffen, worauf er Lust hatte. Ich habe jetzt hier einmal Erdbeeren mit Ananas. Dann habe ich noch einen Hanuta-Riegel und ich habe hier noch mein Zero Bubblegum Getränk. Das gibt es nicht überall, aber ich trinke das richtig gerne. Dein Lieblingsgetränk. Ja, ich liebe das. Ich habe was aus der Kindheit geholt. Ich habe diese gesehen, also ich wusste gar nicht, was ich wollte. Da habe ich diese gesehen, habe die mir gekauft. Das sind Strohhalme mit Erdbeerflocken drin. Das gab es immer bei McDonald's. Genau, und das steckt man in die Milch, zieht dadurch die Milch durch und dann hat man Milch mit Erdbeergeschmack. Mach und dazu habe ich mir noch eine Cola Vanilla geholt. Kannst du auch in die Cola packen. Das war immer ein Cola Vanille Erdbeer. Ich wollte was mit wenig Kalorien und viel Eiweiß und zum Wachwerden. Deswegen habe ich das genommen. Mhm. Healthy. What? Schmeckt das nach Erdbeermilch? Mhm. Also ich kannte das vorher gar nicht. Einfach die Milch da durch. Dann hat man Erdbeermilch. Und ein Hanuta. Und ich habe Kaffeemilch. Kannst du auch in deinen Kaffee stecken. Hast du Kaffee mit Erdbeergeschmack. Ja. Mmh. Süß? Der ist mega süß und schmeckt ehrlich nach Erdbeerflavor. Jojo! 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 Das Outfit, was ich getragen habe beim Training, war von MyProtein. Was heißt war? Erst einmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an MyProtein für diese wundervolle Zeit. Ich war jetzt 3 Jahre im Team MyProtein, Oskar sogar 9 Jahre. Ich hatte auch teilweise 2016 schon Produkte von dort bestellt und war auch immer mega zufrieden. Und das Team ist auch richtig toll gewesen. Also Dankeschön. Und warum ich jetzt hier in diesem Video eine Abschiedsrede halte, denn ich habe mich dazu entschieden, das MyProtein-Team zu verlassen. Ich hatte super viele Anfragen auch von anderen Sponsoren gehabt. More, ESN, Prozis, Body and Fit, Wider, Allstars und Neos Hubs und ich habe mich jetzt für einen neuen Sponsor entschieden, also meinen Weg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, so Abschiede fallen mir immer ganz schwer, aber trotz alledem freue ich mich auf das, was kommt. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, in 2 Tagen werdet ihr mehr erfahren und ja, seid gespannt, was kommen wird. Es gibt Abendessen. Oh, Jojo springt schon an mein Bein. Der riecht die Leckerlis. Indisch soll das sein. Sushi, das sieht man. Und Pizza. Pizza, was soll der reden? Lust? Was glaubt ihr? Diätmäßig Sushi. Ich hätte Lust auf Indisch. Ich auch, Indisch oder Sushi. Oder auch Pizza. Mal schauen. Okay. So. Pizza, Sushi oder Indisch. Let's go! Lass den Löwen frei. Jojo Leckerli. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich will nicht beeinflussen. Das wirklich bist du. Sushi! Ja, ich wollte das. Es gibt Abendessen und wir haben Besuch. Paulina ist da. Beschäftigung auch für Jojo, denn sie spielen auch miteinander. Und Jojo hat Sushi bestimmt. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich schon eher Lust auf etwas Warmes, so Pizza oder ich wollte genau das. Aber ich freue mich trotzdem. Das sieht richtig lecker aus. Ich bin auch dafür. Natürlich für mich mit Hähnchen. natürlich, aber ich muss sagen, ich mag eh kein Sushi mit Fisch. Von daher ist es für mich nicht schlimm, Sushi dass ich darauf verzichten muss. Ist kein Sushi.
Doch. Sushi ohne Fisch ist nur Sushi ohne Fisch. Und rat mal, was sie vergessen haben. Sojasauce. Unsere ist irgendwie nicht so lecker wie die von denen. Mhm, die haben auch so eine geile. Mhm. Hat er gut bestimmt, genau mein Ding. Mhm. Hat Jojo echt gut bestimmt. Sushi ist eigentlich kalt, aber dadurch, dass ihr so überbackene habt, sind die halt warm. Gott sei Dank. Deswegen freue ich mich umso mehr, weil ich ja Lust hatte auf etwas Warmes. So, meine lieben Freunde, wir hoffen natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Bei 10.000 Likes gibt es Teil 2 mit Jojo. Und jetzt könnt ihr euch hier das Video von Oscar anschauen. Dort hat er euch einiges zu sagen, denn er verlässt, wie gesagt, auch MyProtein. Schaut euch gerne das Video an und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.